Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier in Jamaica Plain wollen wir ein paar Sachen ablegen. Wir werden auch Curry einige Sachen abnehmen. Hey, kann ich dir irgendwie behilflich sein? Genau genommen nehmen wir alles ab. Alles, was sie dabei hat, nehmen wir. Wenn du zu natürlich sind wir dann geträgst, könnte das zu einem Leistenbruch führen. Viel zu schwer. Die Ärztin ist zwar schon am Ort. Doch ich denke, es ist noch... Nein, wir haben noch Zeit. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. War das unser Inneres? Sind wir denn auch ein Synth? Plötzlich? Okay. Handeln. Mich heilen. Ja, wirf mal bitte einen Blick drauf, Doc. Erzähl mir, was für Symptome du hast. Wir haben erstmal Radioaktivität ein wenig. Zu viel Strahlung. Ich fühle mich krank. Gut, reinigen wir deinen Metabolismus. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Na, für 15 Kronkorken einmal rundum check. Es tut einfach alles weh. Du siehst eigentlich gesund aus, aber... Oh, Moment. Ja, das muss gerichtet werden. Fangen wir an. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Nein, danke. Was war's? Pass in Zukunft besser auf dich auf, okay? Okay. Dann werfen wir mal unsere Sachen hier auf den Boden. Ist auch sauber. Hier wurde, glaube ich, gefegt. Also weg mit den Waffen, die wir nicht mehr brauchen, vor allem. Die wir hier einlagern möchten. Oh, die Leuchtpistole nach Möglichkeit nicht. Molotow-Cocktails schon. Und Gatling-Laser eigentlich auch nicht so gerne, aber wenn man mal so auf das Gewicht guckt, Gatling-Laser 19,3. Ja doch, der muss hier jetzt auch mal dran glauben. Der muss weg. Der Schlagstockpistole, panzerbrechend und gehärtet. Dann an Kleidung können wir doch mit Sicherheit auch noch einiges hier wegwerfen. Schon wieder so viel Raider-Rüstung dabei. Ach so, das hatte Curry dann noch in ihrem Panzer. Verblasstes Visier, auch das kann weg. Tarnmusterhalstuch, Sonnenbrille, Smoking. Alles weg hier. Polizisten, Sonnenbrille, Militärbarett, Kampfrüstung, Helm. Oh, den haben wir selten, den Helm. Den haben wir äußerst selten gefunden. Eleganter Hut. Da müssen wir mal schauen. Charisma bringt uns der. Und der hier oben Wahrnehmung. Der ganz oben bringt uns Glück. Müssen wir denn Charisma mit uns rumtragen? Dafür haben wir doch hier die Brille. Die ist doch viel leichter. Na, dann kommt er auch weg. Okay. Dann können wir noch Blutkäferfleisch wegwerfen. Ein Blutpaket. Den Bourbon. Cram und Flaschen Kürbisblüte. Was kann noch alles weg? Gemüsesuppe, Gwinnett Stout, Hirnpilz, Happblume kann auch weg, Hundefutter in der Dose, die Karotte, Karottenblume, Kartoffelchips, Kaugummi, Leguan am Stiel und Leguan-Suppe kann weg. Leuchtender Pilz und Melone kann weg. Leuchte-Majolok-Fleisch kann auch weg. Mysteriöses Serum. Stärke 5. Ja, aber ist doch ein wenig... Wir brauchen das bestimmt besser nachher in den Hauptmissionen. Verwahren wir lieber auf. Also auch weg damit hier. Lagern wir mal auch hier ein bisschen was ein. Whisky und Wodka. Okay, den Schrott, den packen wir lieber so nachher weg. Die Mod auch. Und... Oh, hier müssen wir wirklich sehr viel einlagern, um hier wieder bauen zu können. Na nun, was war das? Moment, das wollte ich gar nicht.
Ja. Alles schön brav einlagern. Das können wir alles noch gebrauchen. Ja, und wie man sieht, am meisten bringt es, die Waffen abzuwerfen. Kleinvieh macht zwar auch Mist, aber das hätten wir uns alles sparen können. Nanu, schon wieder? Das wollten wir nicht. Eine Karotte, wie schön. Und das war's schon. Oh, hier ist noch was. Das Halstuch. Ja, für das erste sieht das schon mal gut aus. Und den Rest packen wir hier in die Werkbank. So. Ja, wir sehen doch schon wieder recht erleichtert aus. Was? Okay, wir fragen erst gar nicht, wie es den Leuten hier geht. Wir reisen gleich weiter. Jetzt haben wir hier die Hälfte abgerissen. Hätten wir den Trick vorher gekannt schon. Hier draußen muss man sich weiter. Hätten wir das gar nicht alles abreißen brauchen, sondern wir hätten weiterbauen können hier. Aber gut. Jetzt wissen wir es. Meine Füße tun weh. Alles. Und es geht weiter. Noch einmal die Karte betrachtet. Oh, ja, den Mod nehmen wir daneben mit. Der soll ja sowieso dann mal nach Sanctuary. Oh, wir sind fast da sogar. Gehe zum toten Briefkasten. Was haben wir? Neponset Prag. Ruin von Quincy. Und wo ist denn dann die... War hier denn nicht irgendwo eine Universität auch in der Nähe? Keine Universität. Nur diese High School. Das ist das, glaube ich. Ach doch, hier. University Point. Ja, ja, ja. Das ist das. Okay, vorbei am Neponset Park und dann, ja, an den Ruinen von Quincy vorbei. Der Radar wird uns schon führen. Wir werden das schon finden. So. Nur nicht ins Wasser fallen. Wir hätten ruhig eine Nacht schlafen können. Oh, wenn wir hier durchlaufen, dann ziehen wir wieder die Aufmerksamkeit der Meyerlurks auf uns. Und hier zu nah, hier an dem Raider-Nest vorbei, dann ziehen wir die Aufmerksamkeit der Raider auf uns. Hier ist überall was los, kann ich nur immer wieder betonen. Hier ist überall was los. Man findet nie Ruhe hier. Ah ja. Wir sind schon fast da. Ha! Ruinen von Quincy. Sehr schön. Oh. Ja gut. Vielleicht auch ganz gut, dass es etwas später ist. Denn jetzt haben wir dieses Laserstrahlennetz gefunden. Und... Oh. Moment mal. Das war ein Selbstmörder. Wo ist er denn? Nein, so nah. Oh nein, ich sehe nichts. Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Okay. Oh, Curie hat's überstanden.
Kronkorken, Kaliber 50, Red Kakerlaken. Moment. Ach. Hier gibt es nichts. Oh. Wo ist er denn? Ach, da hinten steht er. Schaffen wir das wohl mit dieser Waffe? Nicht so gut. Sind das zwei? Nee, das ist nur einer. Ist der jetzt nur gefallen oder ist der jetzt tot? Oh, da ist noch einer. Na. Noch einer. Okay. Ha, er ist nur gefallen. Noch einmal. Und noch einmal. Ha, bleib unten, bleib unten, bleib unten. Okay, wer hat von da oben geschossen? Es sind immer noch... Ja, da oben sind einige. Oh, viele sogar. Hoffentlich kriegen wir ein paar 556 Patronen raus. Kronkorken, 38er Patrone, Impro-Gewehr und eine... Was war das eigentlich? Kronkorken, 38er Patrone und ein Impro-Gewehr. Und hier nochmal Kronkorken, 38er Stechflügler, Fleisch und ein Impro-Gewehr. Und nukleares Material von dem Supermutanten Creeper Selbstmörder. Na gut. Ja, wenn hier so etwas liegt, dann muss doch hier auch irgendwo ein Sprengsatz versteckt sein, den wir vielleicht noch mitnehmen könnten. Eine provisorische Bombe. Okay, wir finden das jetzt wahrscheinlich nicht auf die Schnelle. Ha! Briefkasten, Unterschlupf, Randolph, Aktualisierung Nummer 1. Und Kronkorken 10. Nehmen wir beides mit. Ja, jetzt sollen wir auch noch alle Feinde hier erledigen. Ich sehe keine Feinde. Ah, Kronkorken. Gut versteckt. Kaffeetasse, Aschenbecher, Kronkorken. Sehr schön. Und Aluminiumdose. Bergbauhelm und eine Dose, ein Bett. Ja, dann schlafen wir doch mal eine Runde. Bis zum nächsten Morgen. Ja, so ungefähr. Ah, sehr schön. Und es geht weiter, hier im Spind. Kronkorken, Metalleimer, Dinnergabel, gesprungene Glasscheibe. Mhm. Aha. Wo sind alle Feinde? Ach so. Ich habe möglicherweise ungewöhnliches Verhalten entdeckt. Ach, der wird wieder... Bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Das ist ja auch witzig. Hey. Nun gut, da oben hockt noch einer. Jemand ist in der Nähe. Vielleicht ist er uns wirklich gesonnen. Ja, was sollen wir jetzt machen? Ist er tot? Ich glaube es eher nicht. Nein, das kann doch nicht sein. Vielleicht ist er runtergefallen. Das könnte sein. Aha. Baker! Baker! Oh ja, da sind einige. Und ich möchte jetzt nicht wieder die ganze Munition hier verschwenden. Ich habe möglicherweise ungewöhnliches Verhalten entdeckt. Aber umwerfen können wir die doch auch hier mit so einem Gewehr. Oh, wo ist er denn? Mir wird ganz schwindelig hier.
Da oben rennen sie. Oh, der hat einen Raketenwerfer. Scheinbar. Oh, da kommen sie. Ah, verflixt. Nein, Granate, Granate. Oh, zu spät. Sie doch abbekommen. Oha, hier ist ein Baum, hier ist ein Baum. Wir sind hinter dem Baum, wir sind ein Baum. Ja, die sollen sich erstmal beruhigen jetzt. Oh, da kommen welche. Eine Sekunde, das ist eine ganz fiese Waffe, die ihr da habt, ja? So geht's nicht. Hier, ihr werdet auch von einer Granate mal zerfetzt. Oh nein, 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 nein. Wir rennen einfach. Ey, wir rennen. Habe ich nicht gesagt, wir rennen. Oh, wir sind so schnell. Wir müssten nur ein wenig mehr APs bekommen. Wir können noch so schnell sein, aber wenn die uns verfolgen, sind wir irgendwann außer Atem. Und das ist dann ja auch nicht gut. Hier könnten wir ja mal rein. Es sieht belebt aus. Vielleicht sind hier Freunde von uns. Haha, haben wir jemals Freunde gefunden? Ah, ein Augenbot. Oh nein. Ist da jemand? Steckt da jemand in einer Power-Rüstung? Sie sind überall! Tatsächlich, es scheinen erstmal. Es sind Freunde. Oh mein Gott! Was habe ich getan? Bitte sterb nicht. Sterb nicht, sterb nicht. Die Hälfte der Leute stirbt jetzt bestimmt hier weg. Wow. Was? Johnny D. Cool. Wo? Moment. Ja, werfen kann die Frau nicht so gut. Oh, was war das? Meine Maus schon wieder. Nein. Den habe ich aber erwischt. Na gut, wir rennen vielleicht besser nicht in diese Richtung. Obwohl, diese Verstärkung wäre ja nicht schlecht. Das sind ganz schön viele. Und ich glaube, da waren zwei Leute mit Power-Rüstung. Den Platz werden wir uns auf jeden Fall gleich genauer anschauen. Wenn wir durch sind, ich sehe gerade auf die Uhr und ich sehe, wir haben gar nicht so viel Zeit. Bis gleich. Wir müssen irgendwie von einer anderen Seite an die Gunner ran. Wo sind wir? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Kronkorkenmetall einmal nochmal. Das gleiche wie vorhin. Ich bedanke mich fürs Zusehen, denn die Folge ist schon vorbei. Ich sage Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.